Herzlich willkommen auf Lyrella.de. Heute schauen wir uns die Drehungen im zweidimensionalen Raum an. Wir haben letztes Mal gesehen, wie die Matrizenmultiplikation funktioniert. Und jetzt wollen wir schauen, für was es wirklich angewendet werden kann. Jetzt haben wir hier mal ein Koordinatensystem im zweidimensionalen Raum aufgemalt und zwei spezielle Koordinaten eingezeichnet, hier Epsilon 1 und Epsilon 2 hier. Epsilon 1 ist einfach der Einheitsvektor hier in diese Richtung und Epsilon 2 ist der Einheitsvektor hier in diese Richtung. Das ist hier durch diese 1 und diese 0 wird das hier dargestellt. Und jetzt haben wir hier eine spezielle Matrix, nennen wir sie R-Alpha, die hat Einträge Cosinus Alpha, Sinus Alpha, Minus Sinus Alpha, Cosinus Alpha. Jetzt wollen wir mal schauen, was jetzt diese Matrix eigentlich bewirkt. Und zwar hier bewirkt in diesem zweidimensionalen Raum. Und zu diesem Zwecke schauen wir jetzt mal an, was passiert, wenn wir jetzt hier diesen Einheitsvektor E1 mit dieser Matrix hier multiplizieren. Das heißt, wir haben Cosinus Alpha minus Sinus Alpha. Ich schreibe das nochmal auf. Sinus Alpha Cosinus Alpha. Und jetzt multiplizieren wir das mit dem Vektor 1, 0. Wir nennen das Vektor, aber das ist eigentlich ein Spezialfall von einer Matrix. Jetzt machen wir das ganz so, wie wir das letztes Mal gelernt haben. Wir nehmen hier diese Spalte, da ist jetzt nur eine da, und legen sie hier auf die Zeilen. Was wir kriegen, ist hier die Spalte auf die erste Zeile draufgelegt. Legen wir einmal Cosinus Alpha, also einfach Cosinus Alpha. Und wenn wir hier das hier drauflegen, legen wir einfach Sinus Alpha. Das ist jetzt unser Vektor. Jetzt zeichnen wir mal diesen Vektor hier ein. Also die x-Koordinate ist Cosinus Alpha. Jetzt nehmen wir kleines Alpha, dann ist es zum Beispiel hier irgendwo. Und die x2-Koordinate ist Sinus Alpha. Sagen wir, die ist hier irgendwo. Und zeichnen wir den Vektor ein. Dann gibt es so einen Vektor hier. Jetzt machen wir genau das Gleiche mit dem anderen Vektor. Also wir haben hier wieder unsere Matrix. Wir multiplizieren es jetzt hier mit diesem zweiten Einheitsvektor E2, dessen Form hier unten steht. Also 1, nein, das war der erste. Mischen wir das nochmal aus. Der zweite ist 0, 1. Und wie immer die Matrixmultiplikation, wir nehmen diese Spalte, legen sie auf diese Zeilen, dann kriegen wir minus Sinus Alpha. Und hier diese Spalte auf diese Zeile gelegt, gibt es Cosinus Alpha. So. Jetzt können wir diesen auch einzeichnen. Und was wir finden, ist, dass dieser Vektor ein kleines Alpha hier liegt. Was bedeutet jetzt das? Hier haben wir ein Alpha festgelegt und das Alpha ist nichts anderes als der Drehwinkel hier zwischen diesen Vektoren. Das heißt, dieses R-Alpha hier, es legt eine Drehung fest im zweidimensionalen Raum. Alles wird hier um den Vektor Alpha gedreht. Das Alpha können wir wählen, wie wir wollen. Wir können das um 0,1 Grad drehen, wir können es um 180 Grad drehen, ganz was wir wollen. Also haben wir gelernt, dass wir die Matrixmultiplikation benutzen können, um Drehungen darzustellen. Hier ganz einfach ein Beispiel im zweidimensionalen Raum. Vielen Dank und bis bald wieder auf Lyrella.de.